Ich begrüße Sie recht herzlich zum Start der neuen Formel-1-Weltmeisterschaft 2021. Ich auch. Habe die Ehre. Servus. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Heute startet Sergio Perez von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, das Ass, Michael und Hamilton. Stroll, Vettel, Sainz und Charles Leclerc. Tsunoda, Fernando Alonso, Esteban Ocon und Gasly, Raikkonen, Mazepin, Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher, Russell und Nicolas Latifi. Oh, da kommt der andere McLaren gerade rausgefahren. Junge, Junge, Junge. Und hier ist ein langsames Auto. So, auf die Strecke in Q1. Das heißt, wir müssen uns für Q2 platzieren, 1 bis 15. Vor mir mein Teamkollege Jan. Der zweite McLaren, ja, wir sind zusammen bei McLaren, wir spielen die neue 2-Spieler-Karriere, haben aber unsere eigenen Verträge, ne? Also ich werde dich bald verlassen, tschüss. Ja, danke sehr. Was kann man denn verbessern? Strapazierfähigkeit ist mein Vorschlag. Weil ich, also wir werden halt strapazieren, das Auto weiß deswegen. Ja, das weiß ich, aber ich weiß auch, wir brauchen so einen Panzer, deswegen so Chassis so. Nee, Aerodynamik, da sehe ich mich. Wir brauchen mehr Abtrieb. Weißt du, er selber schlägt Chassis vor, ich Strapazierfähigkeit, was nehmen wir? Aerodynamik. So, du knallst jetzt mal eine Runde raus, ne, würde ich sagen. Auf geht's. Ich knall jetzt gerade momentan eine Runde raus. Und jetzt hier gleich über Startziel, da ist es. Und naja, gut, es haben noch nicht viele andere, also das heißt noch nichts. Boxenstopp. So, ich lass dir auf jeden Fall jetzt gleich natürlich gut Platz, hoffentlich. Kennen wir ja. Okay. Ja, ja. Kannst es besonders gut Platz lassen. Ich merke gerade, mein Mikrofon ist ungünstig vor der Map platziert. Das muss ich gleich noch ein bisschen ändern. Na, kleiner Quersteher. Wir befinden uns jetzt hier auf der Hotlap. Im ersten Rennen, im ersten Qualifying. Also alles noch auf Anfang. Der andere McLaren macht da wegen Sainz. Ja. Ich fahre zwar links ran, aber ich habe Angst. Ich habe wegen Sainz, weil der. Der fährt nicht vorbei und hält mich dann auf. Das kann sehr gut sein. Er wird jetzt schon extrem langsam und ist mir im Weg. Ich drehe mich. Ja, sorry. Oh Gott, Junge! Alter! Irre der Paul! Ich glaube, ich habe sogar was Verbotenes gemacht. 360 Grad Drehung gemacht. Ich habe nämlich, glaube ich, Sainz da in der gelben Flagge überholt, soweit ich das gesehen habe. So. Oh, P1, lol. Also zumindest für den Anfang. Mir wurde nämlich gar kein lila Sektor angezeigt, aber das nehme ich natürlich mit. Also ich denke, dass uns P1 hier nicht gegönnt wird, aber wir sind auf jeden Fall mit dieser Zeit in Q2. Das ist, denke ich, sicher. Sektor 1 habe ich lila, Sektor 2 hat Bottas lila und Sektor 3 hast du lila. Deswegen wurde dir keiner angezeigt, sondern nur insgesamt das am Ende. Meine Teile haben durchs Training ja schon richtig krasse Abnutzung. Cool. Ich bekomme gleich schon Motorschaden im Rennen. Umsonst Punkte, yeah. 13 Minuten Zeit. Q2. Wir müssen gucken, dass wir uns mit diesen Reifen qualifizieren. Das heißt, Reifen schon, aber auch eine Zeit fahren, damit wir in Q3 kommen. Das ist jetzt the plan. Mal gucken, wie das aufgeht. Am besten wenig. Oh nein, ich will hier gerade während ich die letzte Kurve kommen. Ich habe meine Reifen gut aufgewärmt. Ich möchte jetzt nicht in meiner Hotlap noch überholt werden. Das ist ganz unpraktisch. Jetzt geht's los. Keinen Reifen blockieren haben. Das wäre auf jeden Fall ganz geil, muss ich sagen. Einfach um die Reifen zu schonen. Es muss natürlich jetzt nicht die beste Zeit sein. Es muss einfach eine Zeit sein, die reicht. Nee, das kann ich vergessen. Ich bin. Sich gedreht oder was? Wow. Total verbremst. Quersteher auch hier bei mir drin.
Boah, nicht diese Kurve, da blockieren die Reifen teilweise echt krass. Bock gar nicht. Mach schon wieder crazy, zweite Outlap. Crazy Sachen auf der Strecke da. Gelbe Flagge wieder bei dir. Ja, Stroll ist vor mir, aber er fährt nicht. Wenn die. Es ist so komisch. Es ist wirklich. Wenn man an denen vorbei ist, die hängen einen total am Arsch. Aber wenn man die vorbeilässt, dann fahren die einfach nicht weiter, sondern die wollen dann immer wieder vorbeilassen. Aber wenn man vorbei ist, dann wollen sie die ganze Zeit vorbei. Es ist so dumm eigentlich. Ich hoffe, ich krieg Sinn, eine zweite Outlap zu machen wegen Benzin und so. Du bist gerade die knapp werden. So, aber wieder eine gute Runde gewesen. Ja, man sieht Hamilton und so fahren auch erst jetzt raus. Also auch die Zeit wird uns natürlich nochmal schwer gemacht. Jetzt müssen wir noch reifenschonend wieder in die Box kommen, damit wir hier maximal 6-7% haben. Wir haben nur noch Benzin für drunter werde ich nicht kommen, vor allem wegen dieser einnässigen Linkskurve auf dem linken Reifen 6% jetzt schon. Aber naja. Junge, das ist so ein Witz, was ihr macht. Ich meine, du warst hier in dem Fall auch gerade auf der Ideallinie, was auch lost war. Digga, das ist auch lost. Ja, aber was war ich da nicht du? Anders. Sag mal! Man muss richtig halt von der Strecke runterkommen, damit die halt vorbeifahren. Die fahren auch so nicht vorbei. Was machst du denn, Alter? Wo fährst du lang? Alter! Wie viel Prozent? 21. Ja, bist du irre? Ist schon nach dem Rennen, kann ich ihn austauschen. Meiner hat 2%. Also zeigst 1% links an und 2% rechts. Also irgendwie zwischen 1 und 2% ungefähr ist es bei mir. Junge, bist du irre? Ja, das war durchs Training halt. Ja, geschenkte Punkte. Es geht so flott. Nur 2 Minuten, Digga. So, Q3. Jetzt schauen wir auch auf die Zeit mal. Auf das, wo es eigentlich ja drauf ankommt. Und ich hoffe, dass wir jetzt eine gute Zeit rausknallen. Um mit McLaren hier gut zu starten. Im Rennen ist es nämlich richtig schwierig, mit McLaren mitzuhalten. Ich gebe dir gleich Windschatten. Ja, wenn es funktioniert. Also Qualifying ist halt immer so ein eigenes Ding, aber Rennen ist halt immer noch viel, viel schwieriger. Also die perfekte Runde im Qualifying hinzubekommen, das geht, aber ja, der Rest ist Konstanz auf 29 Runden auf 50% ist natürlich schon brutal. Und das gegen wirklich starke KI, das ist halt heftig. Du bist ja noch viel weiter vorne, als ich das vorhin war. Digga. Das war voll scheiße. Alter! Gut, Windschatten gegeben. Da hab ich's ja noch besser gemacht. Ich hab's zwar versucht, halt nicht ganz so weit vorne dann zu stehen wie du, aber ich hätte früher Gas geben sollen. So, komm. Platz 1. DRS. Platz 10. Krass. Was? Ja, ich hab mich. Was? Ich hab's nicht geschafft, an den anderen vorbeizukommen, tatsächlich. Jetzt muss ich Gas geben, damit ich ganz schnell natürlich mir neue Reifen hole. Und es nochmal probiere. Oder ich hab ich überhaupt neue Reifen? Normal müsste ich noch ein Set haben, oder? So, eine Minute habe ich noch Zeit, aber wir sind ja jetzt gleich schon bei Startziel. Das heißt, wir können jetzt mal eine Hotlap dahinter ziehen. Und ja, jetzt wird es wie gesagt, es kommt jetzt auf die Zeit drauf an. Gerade war die Zeit ja extrem schlecht. Müssen wir um ungefähr eine Sekunde verbessern, dann bin ich zufrieden. Das war auch nicht so geil. Also Sektor 1 war ziemlich mies. Am Ende des Sektor 1 war es besser, Anfang war es ziemlich mies. Go, go, go! Bam! Weiß gar nicht, was ich geworden bin. Werden wir jetzt gleich sehen. Aber dritter Sektor war lila. Ansonsten. Oh, Platz 4 und Platz 5 starten wir. So, meine Platzierung Platz 5 tatsächlich. Okay, also wir haben uns auf jeden Fall ordentlich verbessert von 10 auf 5. Bin noch knapp hinter Jan.
Ja, Platz 4 und Platz 5 kann man mit zufrieden sein, oder? Was sagst du? Passt, oder? Auf jeden Fall. Ja, gut. Wir können beide, also ich sag mal, McLaren ist halt wirklich eine ganz geile Position für uns. Es ist nicht ganz irgendwie mittendrin, was den Start natürlich schwierig macht, aber wir können theoretisch ums Podium fighten, wenn wir das irgendwie schaffen. Aber auf jeden Fall, größtes Ding ist natürlich für uns beide eine geile Strategie und dass wir auf jeden Fall das mal mindestens verteidigen, würde ich sagen. Weil ja, Platz das wird aber schwer auch. Geil. Also guck mal, hinter mir Hamilton, Vettel. Bei Hamilton ist halt und so. Und Sainz, mal gucken, wie die ersten sind. Da sind noch zwei Ferraris und sowas. Also selbst das Verteidigen wird schon schwer. So, Strategie jetzt noch ein bisschen abgeändert. Und genau, damit starten wir jetzt da mal rein. Ah, Einführungsrunde, Leute. Na dann, ich wünsche dir viel Glück, Kollege. Ich dir auch. Und schauen wir mal, was wir hier reißen können. Ja, überhol mich erstmal. Ja, ich überhole alle. Bottas auch. Wenn ich schon nach dem Start verkacke, dann wenigstens vor dem Start mal kurz überholen. Oh, ich habe einen guten Start, glaube ich. Bitte, nee, ich nicht. Vorbei, nee. Mal wieder nicht. Aber pass auf. Pass auf. Oh, ich muss. Verstappen war so langsam, ich hab echt. Ja, aber okay, das ist egal. Hauptsache den Start überlebt und da lieber ein bisschen vorsichtig sein. Dafür, obwohl Verstappen da so langsam war, lieber genau, Abstand. Genau, hab ich zu dir auch gemacht. Das ist. Achtung, Achtung, ich bin da. Fit. Übelst verbremst. Sorry, Junge, sorry, schon sorry. Wieder! Meine Reifen sind scheinbar. Ja, dann hättest du mich vorbeilassen müssen. Ich war neben dir und dann. Ich hab dann wieder zurückgesteckt, aber wenn du so viele Fehler machst, Digga. Nein, passt schon. Bleib erstmal da. Ich hab wieder ein bisschen Abstand. Hamilton mit Mercedes macht halt Druck, muss ich sagen. Das ist gar nicht geil. Es könnte schon sein, dass der gleich vorbeigeht. Ja, Hamilton wird mich, glaube ich, auch irgendwann jetzt packen, weil er jetzt auch DRS bekommt. Ist der irre, gesehen, wie ja. weit er da rübergefahren ist. Und er berührt mich, er berührt mich! Ja, dafür. Oh, da fliegen Teile. Was ja gar keinen Sinn macht. Er hat mich schon fast in die Bande bei der Boxengasse gedrängt. Nein, mein Frontflügel. Hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig. Scheiße. Aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ja, jetzt ist scheiße. Das killt natürlich so ein Rennen. Safety Car. Oh, Safety Car. Okay, geht in Ordnung. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Oh Gott, jetzt waren sie schon eine alternative Strategie. Ja, ich muss auch mal gucken. Fuck, Mann, das lief jetzt alles so gut am Anfang und jetzt so scheiße, Digga. Yo, mein Frontflügel. 5 Sekunden Strafe habe ich kassiert, scheiße, Mann. Okay, das lief jetzt scheiße. Ja. Oh, das hat einen Motorschaden, Der raucht plötzlich, der hat einfach angefangen zu brennen. Zu brennen? Ja! Was? Oh, der steht hier, die crashen in den. Oder fast zumindest. Er fährt aber noch, der Keck. Ist der doof? Alter! Wieso überholt er mich? Wieso überholen die mich alle? Was war's? Was ist denn mein. Hilfe! Sind die dumm? Ich wollte an Bottas vorbei, plötzlich kommt er von der anderen Seite und will an mir vorbei. Das macht gar keinen Sinn. Das Feld sich noch ein bisschen auseinanderzieht, das glaube ich ja. besser. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich wollte gerade sagen, die sind halt super eng jetzt beieinander alle hier, ne? Oh Junge, ist das kritisch. Ja, schon wieder ein Schaden, das gibt's nicht. Ja, das war's. Ist für dich auch super scheiße, aber für mich ist es auch richtig scheiße jetzt. Was für eine Reifenstrategie bist du jetzt? Also ich weiß, du bist es auch nicht. Weiterhin gelb-gelb, ne? Ich bin jetzt eigentlich gelb-gelb, aber es ist halt so weit weg. Oh, du bist aber schnell unterwegs. Aber. Oh, come on. Ich komm da jetzt gerade schon rausgeschossen. Bitte, Tsunoda, ey.
Mach nicht diesen. Lass mich. Ich fahr außen. Oh nee, ich dreh mich. Oh nein! Ich bin raus. Scheiße. Ich wollte unbedingt an ihm vorbei und weil ich dreh mich in ihn rein. Scheiße! Oh, du stehst auf der Strecke, bitte lass ein Safety Car kommen. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Scheiße. Zum Glück haben die Marschall so rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Gründe für einen Safety Car. Es gibt keine Gründe für einen Safety Car. Also ich find's krass, dass er mir das so sagt. Aber jetzt ist Safety Car! Hä? Ich würde die Track Position jetzt nehmen, dadurch, dass die an die Box gehen, kannst du dran vorbei. Und dann wechselst du später auf roten Reifen. Weil die haben jetzt fast alle am weißen Reifen. Ich hab aber meinen roten verwendet schon. Bis Platz 3 sind das alles Autos, wo du vorbeifahren kannst, theoretisch. Also nicht natürlich nicht easy, leicht und alles, aber ich habe jetzt deine Prozentreifen sogar angezeigt. 25% von links, 27% rechts. Oh. Ja, irre. Hart, ich weiß. Aber verständlich. Ja, ich dachte, Lance Stroll, ich probier's direkt. Aber, ja, naja. Das Ding ist, ich kann halt nicht warten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich chill und warte. Ja, nächste Runde startet hier. Also, die anderen DS-Sektoren, die sind wirklich so richtig Krebs. Komm, go, go, go mit DRS und DRS. Hab keinen DRS. Was? Ja, ach, ist noch gar nicht freigeschaltet, stimmt. Boah, irre. Oh, geil, das war geil. Das sah richtig geil aus. Danke. Wenn ich das so gegen Tsunoda geschafft hätte, das war ungefähr so, wie ich wollte, hätte ich es auch machen wollen, so ein Motto. Alpin, Digga. Yep. Das DRS wurde aktiviert. DRS also, die fahren da immer so weit nach rechts dann und so. Ich wollte da tatsächlich dann rechts vorbei, aber. Es klappt schon wieder dass nicht. Dass sie da so krass kontern können, das ist echt heftig. Aber dass du da dann wirklich da vor allen Dingen so das Grip noch hast. Ja, es ist schwierig. Ich weiß auch gerade nicht, warum es klappt, aber es klappt und ich find's gut. Ist halt das Problem, dass die halt einfach nicht an die Box gehen. Ich werde halt ganz hinten wahrscheinlich rauskommen. Außer ich probiere durchzufahren. Boah, das wäre aber ganz irre. Ich weiß nicht, ob... Warte, das ist jetzt 11 Runden. Oh, ja, okay, so viel dazu. Ja, das war's jetzt. Ich kann mich auch nicht drehen, weil die jetzt alle an mir vorbeifahren. Dann fahren wir jetzt an die Box, holen uns jetzt den roten. Fahr jetzt raus. Aber ja, das wird jetzt nichts mehr bringen. So, dann catch ich mich mal zu Noda, oder? Ja. Es waren jetzt zwei chillige Runden, aber auch da bin ich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen besser. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste. Und jetzt ballere ich. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Oh, das ist jetzt nochmal eine Hotlap, die ich nochmal raushau, aber wahrscheinlich nicht mehr toppen kann. Die war ziemlich gut, die Runde. Meine bisherige ist 1,30,6. Sollte mal mindestens eine 1,29 werden. Nee, 1,30,2. Schade. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Der dritte Sektor war nicht so geil. Ich hatte keine ERS mehr, Digga. Cool. Dann haben wir den nochmal gecatcht. Ich sehe sogar die anderen vorne. 6 Sekunden. Zu den Punkten hast du irgendwie 12 Sekunden oder sowas Abstand. Also 12 Sekunden in 1,5 Runden. Machbar. Ja. Muss eher aufpassen, dass der andere Kekskopf von hinten nicht mich nochmal überholen.
seinem scheiß DRS. Unter drei Sekunden jetzt an Russell schon dran, ey. Wäre nochmal richtig im Feld. Und Hamilton hat gewonnen, krass. War voll off vor dem. Jetzt ist er vor mir. Der ist auf 6 gestartet, oder? Er ist auf 6 gestartet. 2,2 Sekunden. Und er war in einem Crash involviert. Er kam nach der ersten Box hinter mir raus. Jetzt hat er gewonnen. So, wir biegen auf die Start-Zielgerade ein. Ich habe eine Sekunde nach hinten, anderthalb nach vorne. Also nochmal ein bisschen, ja, Land in Sicht, sag ich mal. Ansonsten war es trotzdem ziemlich crazy und ein, ja, verrücktes Rennen auf jeden Fall.